Ihr geht da rein. Und ich glaube, ja. Wir könnten die Russen mal versuchen zurückzuschlagen. Wie gesagt, es kommt gleich. Krajowa, da ist das Kaffeehaus fertig geworden. Das türkische Bad würde nochmal ein Zufriedenheitspünktchen mehr bringen. Das brauchen wir gar nicht. Die Zufriedenheit ist schon ziemlich gut. Und unser Agent, also unser Imam, sorgt hierfür. Kulturelle Konvertierung vom Feinsten. Sind hier irgendwelche feindlichen Flotten? Das sind die Johanniter, die jetzt natürlich oben auf sind. Bitte, 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 bitte. Nee, das sieht alles ordentlich aus. Gut. Ägypten. Hier hat sich eine erhebliche Armee versammelt. Aswan, 7 Runden noch. Hier könnte man jetzt andenken, die nächste Stufe der Gouverneursresidenz zu bauen. Und man könnte auch jetzt in Bagdad dann schon mal die Militärakademie bauen. Das auf jeden Fall, das mache ich schon mal. Dafür brauchen wir noch kein Geld und die Technologie auch noch nicht. Aber Ägypten ist relativ reich, also es würde immerhin, ja, so 75 Goldstückchen bringen. Aber es würde vor allem auch einen Repressionspunkt bringen. Und bei der Stadtwache, die schon, ja, die haben noch 2 Punkte offen. Da seht ihr hier, 3 von 5, Voraussage. Und das ist 3 Punkte mehr, also wird es 1 Punkt Stress geben. Rechne ich jetzt mal so milchmädchenmäßig aus. Also 4 Runden wäre dann das fertig, würde genau mit dem zusammenfallen. Deswegen möchte ich das sehr gerne machen. Uns fehlen auch nur 82 Goldstücke dafür. Die sind schnell zusammengehandelt. Die Huronen ist doch ein hübsches Volk. Messwerkzeuge, sagen wir mal 1000 Goldstücke. Nee. Ich mag euch aber doch. Und von den Huronen geht nun wirklich überhaupt gar keine Gefahr aus. Beides für... Ja, komm. 98. Das machen wir mal und wir bauen jetzt die Bayila, oder wie das ausgesprochen wird. Die Straßensysteme, ja, da möchte ich vor allem irgendwann nochmal Moldawien aufrüsten. Das tut wirklich Not. Und ansonsten sieht das alles ganz ordentlich aus. Haben wir hier noch... Da haben wir auch noch 3 Punkte frei. Oder, wie sagt man, Potenzial. Und die Krim kann mit jeder Runde stärker für sich selbst sorgen. Jetzt haben sie schon kosakische Ataman-Kavallerie. Das ist eine gute Einheit. Ja, ordentliche Werte. Vergleichbar mit den Mameluken. Infanterie haben sie und verschiedene Tataren- und Kalmücken-Einheiten, die sich nur marginal unterscheiden. Und wir haben noch ein paar Truppen hier. Ach, die können wir vielleicht noch aufrüsten. Haben wir das Geld dafür noch? Nee, nicht ganz. Aber wir können zumindest die und die und die mal aufrüsten. Auch nicht. Aber die. So. Gut, na immerhin. Ja, Kroatien, ich lasse da erstmal die Finger von. Das bringt ja nichts. Und das bleibt erstmal alles so. Ja, dann die bleiben auch, die Seminis. Serbien ist erstmal sicher. Ungarn gehört noch zu Spanien. Alles supi. Die Polen halten still und haben auch nur geringfügige Truppenbewegungen. Und sollten sie ankommen, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Gut. Ja, aber sie sind in einer Runde da, also muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem, weil wir nicht in einer Runde da wären. Aber gut, das ist dann halt so, wie es ist. Ach! Ah, nee, die muss nicht hier bleiben. Genau, richtig. Stadtwache, 4 Voraussage. Das heißt, wenn ich die jetzt abziehe, noch ein bisschen mehr, oder? Sekunde, das will ich eben wissen. Nee. 1 von 5. Ach, guck. Wir würden ein bisschen Geld dafür opfern. Moment. Ja, ich nur ganz bisschen Geld. Ihr geht da mal nach Moldawien. Seine 2 Runden ohnehin da. Das sollte zu schaffen sein. Ah, gut. Gute Verstärkung. Und ihr sorgt dann hier für euch selbst. Mhm. Gut. Viel mehr gibt es nicht zu tun. Und dann gehen wir auch mal in die nächste Runde. Wie gesagt, die Briten. Da muss irgendwann Frieden her.
Allein schon aus Kostengründen, weil ich gerne mit denen handeln möchte und die ein lukrativer Handelspartner sind. Polen zieht Truppen offensichtlich zusammen. Es kann auch sein, dass sie die woanders hin verschicken. Und die Russen greifen jetzt an. Okay. Das sieht so aus, als ob wir uns verteidigen müssten. Und da müssen wir wohl auch in die Schlacht ziehen, denn ich glaube nicht, dass wir das automatisch hinkriegen. Ja. Da geht es also jetzt rum, die Russen zurückzuschlagen. Und wir gehen direkt in die Schlacht. Hatte jetzt ganz vergessen, dass ich die noch angreifen hätte können. Aber gut, so kriegen wir mal noch die Bürger oben drauf. Vielleicht haben wir auch Verteidigungsstellung, dann wäre es noch besser. Dann wäre es sogar richtig gut gewesen, dass ich die nicht angegriffen habe. Ich hätte vielleicht auch den Bauernhof abreißen können, aber die 500 Goldstücke sind eh nicht so wichtig. Und die haben wir auch bisher noch nicht angegriffen. Es kann sein, dass es noch passiert, aber ich hoffe nicht, dass es passiert. Dass die Russen so schnell da sind, irritiert mich ein wenig. Die haben offensichtlich sehr schnell Wind bekommen davon, dass wir Dagestan erobert haben. Unsere Truppen sind noch leicht angeschlagen, aber ich gehe davon aus, dass wir die Russen schlagen werden. Und zwar klar schlagen werden. Die Artillerie ist auch dabei. Alles klar. Hier stehen wir also in unserer, ja, Festung. Das erste Mal, dass wir eine Festung verteidigen dürfen. Ich muss mal eben kurz gucken, wo die Russen wohl stehen würden. Hier offensichtlich nicht. Hier hinten stehen die Russen. Das ist zumindest der grüne Bereich. Mit so einem leichten, eckigen Bereich. Das ist immer gut, die Kavallerie rauszustellen, schon mal. Und auch die anderen Einheiten hole ich allesamt raus. Ich will jetzt hier gar nicht lange rauszögern. Wir sind klar überlegen. Die Computerberechnung geht mir immer wieder auf den Geist. Wir sind zahlenmäßig klar überlegen und auch von der Stärke der Truppen her reichlichst überlegen. Da brauchen wir gar nicht lang zu fackeln. Und gar nicht lang rum zu überlegen, wer hier das wohl gewinnen wird. So. Noch irgendwas? Ah oh ja, die Hügelmänner. Die kommen mal hier hin. Der General, der bleibt sicher in der Festung. So, das sollten alle Truppen sein. Los geht's. Die Russen stehen. Die wissen ja nicht, wo sie hinwollen. Dann schießt mal darauf. 1200 Fußartillerie. Da sollten wir da mal direkt mal unsere Mamelucken hinschicken. Und die anderen Einheiten. Ja. Okay, die sind jetzt leider etwas verdeckt. Dann ändert mal die Richtung und schießt irgendwie darauf oder so. Das hat jetzt nicht so gut geklappt hier. Ich versuche die mal so ein bisschen zu verheizen. Und hol mal mir die Truppen hier hinten dahin. Und ihr schießt auch diese Truppen. Wo sind unsere Mamelucken? Hier. Sehr gut. Ihr schießt auf deren Artillerie. Und nehmt die Kavallerie auch gleich mit. Das sind schwache Einheiten. Das sind so was für uns die Garnisons. Oh, Vorsicht. Also, geht in den Hügel. Ja, geht alles in den Hügel. Alles klar. Tschüss. Wumm. Wir schießen auf deren Infanterie und so weiter. Und hier sind wir auch schon im Gefecht drin. Und danach geht es direkt weiter gegen die Wyborische Strelitzky oder so ähnlich. Und da kommen russische Einheiten. Das ist Linieninfanterie, die wir abwehren wollen mit unseren guten Einheiten. Bürgermusketen. Die Russen müssen sich formieren, wir aber auch. Oh, da können wir schön die Flanke reinballern. Ja, bringt trotzdem nicht so viel, leider. So, ihr steht jetzt. Da sind die Russen. Und ihr seid außer Reichweite. Bumm. Hier wird geschossen. Ich schicke uns mal ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt haben wir die Russen in Reichweite. Jetzt stehen wir und jetzt sollten wir auch schießen. Feuer. Ja, das war ordentlich. Und der feindliche General ist tot. So fix kann es gehen. Das war von unserem Mamelucken ausgeschaltet. Der feindliche General. Ein guter Fortschritt. Weiter geht's. So, hier ist unsere Delhi-Reiterei. Die darf auch wieder mitkommen. Die
sind erschüttert. Was ist da hinten noch? Linieninfanterie oder kosakische Infanterie. Die schießen wir zusammen und die wehren sich nicht. Das finde ich immer sehr sympathisch. So ganz spontan gesagt. Waffenetapp Pöbel. Das ist doch eigentlich was für ein Flankenangriff, oder? Die sind schon wankend. Und dann, da kennst du mich aber. Ihr Artillerie. Ach nee, das ist so weit weg noch. Okay. Und unsere Artillerie, die hat jetzt nicht so die hohe Rolle hier in dieser Schlacht. Ich lasse jetzt mal aufhören zu schießen. Ihr geht auch in den Nahkampf. Wir sind standhaft und ihr schießt auf die, bitteschön. Ja. Das ist mir schon wichtig. Die russische Infanterie hat ein Problem. Während wir hier erstmal unsere billigen Einheiten verbrauchen. Und die lassen sich einfach so beschießen. Okay. Der Feind zeigt seine KI mal wieder von der edelsten Seite. Hier. Ja. Vorrücken bitte. Die Russen tun nichts, das ist ärgerlich. Das zögert das Ganze sehr in die Länge. Aber ja. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die sich zusammenschießen lassen. Die Bevölkerung und der Pöbel mit Musketen fügt den Russen erhebliche Verluste zu. Und die ist ja auch schon hinten sehr stark angeschlagen hier. Die haben noch keinen Mann verloren. Und haben ja, wie gesagt, eine sehr hohe Nachladegeschwindigkeit. Ja. Und eine hohe Präzision. Der zweite Trupp ist ebenfalls vollständig. Der ist sogar komplett vollständig. Den kann man auch mal hier hinschicken. Die sollten gleich in Reichweite sein. Noch nicht ganz. Jetzt sind sie für uns in Reichweite. Wir haben hier nur 53 Mann, leider etwas schwächer, aber gut, wir können trotzdem schießen. Du das auch, mit hoher Präzision. Die sind ebenfalls jetzt da dran. Hier ziehen sich bereits unsere Bürger und Musketen zurück. Oh, und die anderen auch. Dann wäre es vielleicht sinnig, die etwas anders aufzuteilen und hierhin zu wechseln. Die Delhi-Reiterei tue ich mal hierhin. Ja, und ihr schießt auf die. Ganz einfach. So, jetzt können die Russen in die Flanke fallen. Ja. Und tschüss. Das hat gesessen. Danach den, ja, die sind beide schon sehr stark angeschlagen. Und die Delhi-Reiterei kann auch auf die mal feuern. Die kosakische Infanterie. Die sich nur ganz zaghaft vorbewegt. Wumm, das hat gesessen. Ich glaube, die sind auch sehr gut dabei. Nächste Salve gleich hinterher, das ist gut für die Moral. Für uns. Und schlecht für deren Moral. Die sind jetzt gebrochen. Und es sollte nicht mehr lange dauern, bis die erschüttert sind, denke ich. Oder? Wir können auch zur Sicherheit nochmal reinraschen. Die werden beschossen von Kavallerie und leichten Plänklern. Na gut, dann lassen wir sie eben bleiben mit dem Raschen und schießen jetzt auf die. Ja, oh ja, das ist gar nicht gesund. Jetzt, glaube ich, können wir schon in den Nahkampf hier, oder? Ja. Ihr wechselt die Richtung. Geht immer da hinten hin. Und ihr verfolgt die. Und danach könnt ihr auch gleich die anderen weiterverfolgen. Haben wir das Problem auch gelöst. Die gehen ins Karree. Extrem clevere Lösung gegen Infanterie. Ja, das sitzt. Die sind jetzt erschüttert. Gut, dann gehen wir weiter auf die. Die sind nämlich nur gebrochen. Wenn beide erschüttert sind, können wir noch weiter verfolgen, weil die Russen, wie gesagt, uns angegriffen haben. Da könnten also Truppen übrig bleiben. Die sind auch gebrochen. Und wir ziehen unsere Truppen jetzt da oben hin. Da haben wir noch viele von übrig und da können wir so vor allem auch sehr gebrauchen. Aktiv sind unsere Reiter erst. Wir könnten die beim Look noch hinzuziehen. Ja, die sind seit weg. Okay. Dann muss ich bei den Delhi-Reiterei erstmal bleiben. Die verhaken sich hier so ein bisschen, verlieren durch deutlich Truppen. Außer Atem.
und ziehen uns mal kurz hier hin, zu denen. Da gibt es noch mehr zu holen. Gehen wir lieber auf... Nee, aber die sind gebrochen. Aber wenn die gebrochen sind, kommen sie nochmal zurück. Dann können wir die also weiterverfolgen, wenn sie dann wieder zurückkommen. Geht mal lieber auf die, da hinten. Die sind erst erschüttert. Und währenddessen formiere ich die Truppen um. Oh, Vorsicht. Artillerie kann man auf die kosakische Infanterie schießen. Die steht zurzeit sehr verlockend für sowas. Okay, Martinichan haben wir auch noch nicht eingesetzt. Mameluken gehen ein bisschen zurück. Und ihr formuliert euch mal hier. Wumm. Oh ja, das haut rein. Wir gehen mal auf Kadettbeschuss. Und ihr verfolgt die weiter. Die sind jetzt ziemlich erschüttert. Oh, Vorsicht. Los, mal lieber euch an die Grenze zu stellen oder so. Ah, jetzt habe ich die zu lange. Wobei, von den 75 sind auch nicht mehr viel übrig. Ja. Okay, die sind raus. Da hinten sind die standhaft, da gehen wir wieder hin. Und jetzt greifen die Russen an, in einem Massenansturm, wenn man so will. Da, jetzt kriegen die Kadetschen ab. Sehr schön. Wumm. Die Kemalinschan stehen bereit und die Russen kriegen es voll rauf. Wir könnten eigentlich direkt in den Sturmangriff gehen, jawohl. Und tschüss.